Tell me what are you doing to yourself? Tell me what are you doing to yourself? Tell me what are you doing to yourself? Tell me what are you doing, doing to yourself? Worauf freust du dich am meisten auf dem Festival? Auf die schlaflosen Nächte. Natürlich. Und den vielen Kaffee und die Pizza. Wir sind Vorwärts Schröder und getreu des Mottos Goldene 20er haben wir da eine kleine Party inszeniert. Wir haben halt beispielsweise hier in diesem Zimmer einen Kronleuchter gehabt, den haben wir im Wohnzimmer etabliert, damit man halt quasi das Bild von dem Wohnzimmer an seinem Glanz sehen kann. Das Klavier stand eigentlich in der Küche. Wir sind latent unter Superzeit. Ja, die erste Minute in 3,5 Stunden ist doch schon mal am Anfang, oder? Das hochrechnet, schaffen. Ja, wir fahren jetzt gerade zum Team Affenmesserkampf und soweit ich das erfahren habe, wollen sie einen Affenmesserkampf drehen im Keller des Assas. Aber als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hatten sie Hasenkostüme an. Es bleibt spannend. Hallo. Hi. Hallo. Bring uns hier rein. Mahlzeit! Wir sind im Endeffekt in der deprimierenden Rolle, auf dem Osterrummel in Eisenhüttenstadt zu arbeiten. Wir sind berufliche Osterhasen. Hey. Ja, wie gesagt, es geht einfach um die Tristesse des Lebens. Und ja, so eine Pause geht auch nicht so lang. Und was erwartet ihr, was ihr morgen gewinnt? Womit rechnet ihr am Sonntag bei der Gala? Gibt's ein Mitleid? Geld. Action. Ware. Laufen. Wie soll es sein? Oh, exzessiven 10 bis 20 Minuten Powernapping, so immer wenn es irgendwann, wenn irgendwie eine Pause möglich war, so. Ja. Ab ins Bett. Nein. Was soll das sein? Wir waren wieder zu weit links. Oh. chaotisches Zusammensitzen bei Essen und Trinken und ganz viele abstruse Ideen, die wir dann irgendwie doch noch unter einen Hut gekriegt haben. Genau. Viel gelacht auf jeden Fall. Ja, sehr viel gelacht. Nach müde kommt doof. Okay. Wir drehen ein Musical, was eine ziemlich bescheuerte Idee war, aber... Hey, keiner mag Musicals. Und deswegen dachten wir, das hat man nicht gemacht. Corona Musical? Wir wollen die Jury schlecht bezahlen. Ja. Wie seid ihr mit den Begriffen zurechtgekommen? Gut. Wir haben zu viele. Ja. Wir haben uns eine gute Lösung ausgedacht, wie wir das irgendwie integrieren können. Ein Lied, das wir filmen aus Improvisation. Nein, tut er nicht.
Ja. Nee, tatsächlich, mit dem Begriffen sind wir ganz gut hingekommen. Weil zum Beispiel der Begriff Konfetti war sofort, das passt perfekt, weil das sowieso in der finalen Szene noch drankommt. Und der Rest haben wir schon geguckt, wie wir das irgendwie rein interpretieren können, dass die Begriffe da sind. Also, ja, wir haben uns hier gedacht, wir interpretieren das Döner-Dreieck ein bisschen anders und führen hier deswegen ein satanisches Ritual durch, um den Dönergott zu beschwören und unendlich viele Döner zu erhalten. Ja, das läuft aber nicht ganz so glatt ab, weil hier jemand reinplatzt. Und darum geht's hier. Und jetzt gucken wir gerade, wie wir mit Licht und Nebel hier einen coolen Effekt hinkriegen, wenn der, wenn dann die Beschwörungsformel aufgesagt wird. Wir drehen Stummfilm. Wir haben uns euer Motto zu Herzen genommen und versucht, das in Stummfilm zu drehen und versuchen, das bildlich irgendwie alles einzubauen. Der Film soll halt später aussagen, dass man halt mit dem zufrieden sein soll, was man hat in dem Sinne. Und nicht neidisch sein soll auf den anderen. Und das wird so dann aus dem Film so ein bisschen herauskristallisiert, so am Ende. Ja, der Google L hat uns geschrieben. Seid ihr bereit? Ja. Wir sind das Team, die Schlumpf. Habt ihr schon vorher euer Konzept überlegt gehabt oder habt ihr das anhand der Begriffe erst ausgearbeitet? Dieses Jahr waren wir, würde ich mal behaupten, so gut vorbereitet wie noch nie in den Jahren zuvor. Wir haben die ganze Story im Vorfeld schon geplant und haben jetzt seit gestern natürlich noch die Begriffe eingebracht, ein bisschen umgeplant, neu aufgebaut, Kulisse entworfen. Wohin sind wir auf dem Weg? Zum Hotel Deutsches Haus, um die Jury abzuholen. Und dann geht's auf große Bootsfahrt durch Braunschweig. Das ist der Südsee. Ja, gut, da steht das nicht dran, kann man so sagen, das ist die Südsee. Ja, wir warten aber ja, deswegen, hier oben ist noch regnerisch und da unten tropisch. Mediterran. Mediterran ist eigentlich unterwegs schon. Hier ist schon tropisch. Einen Film zu drehen im Staatstheater und waren so glücklich, dass wir da überraschend rein konnten. Ein unglaublich netter und liebes Theater Förden hat uns reingelassen. Es war herrlich, da zu drehen. Und da hatten wir natürlich das Drehbuch auch erstmal angefangen zu machen. Aber dann kam die Ablösung und der war weniger begeistert. Und es endete mit einem Rausschmiss sozusagen. Ich habe da noch nie mitgemacht. Und sie hat schon ein paar Filme gemacht und hat sie mich angeguckt. Nicole, hast du Bock so einen Tag vorher? Und so, ja klar, warum nicht? Ich musste heute arbeiten, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit. Nachtschicht gemacht. Heute Abend, aber jederzeit wieder. Total schön. Es ist jetzt so ganz, ganz kurz vor 8. Wir haben noch ein paar Teams, die noch nicht da sind. Und ich hoffe, dass sie jetzt noch kommen. Wo muss ich abgeben? He keeps on sighing, just keep on playing. But the situation's already fading, and thinking maybe she won't betray me, because we both know it's been so long ago when we learned how to not show, and we start living fake to feel a little safe.
haben als ein sehr großartiges Team die Nacht dann sehr gut durchgemacht. Hat 50% harte Arbeit, 50% gar nichts machen und essen. Und das ist die perfekte Kombo für so eine Nacht. Und deswegen bin jetzt auch eigentlich gar nicht so fertig, wie ich aussehe. Aber nächstes Jahr wieder so und nicht anders. Was hattet ihr denn für einen Eindruck vom Screening, so im Groben und Ganzen? Ich fand es toll, dass man Filme gucken muss oder darf. Ja. Und das mal andere Sachen, die ich sonst vielleicht nicht eingeschaltet hätte. Gerade so bei YouTube oder alles, was man so guckt, hätte man vielleicht mal schnell weitergezappt. Das war aber bei den meisten Filmen gut, dass man es nicht gemacht hat, weil viele Filme noch eine Wendung hatten. Ja. Es war einfach wahnsinnig spannend zu sehen, was Leute in 24 Stunden schaffen können. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, wisst ihr schon, woran ihr eure Entscheidung festmacht oder wo ihr besonderen Fokus drauf legt? Also ein Kriterium für alle gibt es nicht. Ich glaube, man muss jeden Film irgendwie sich angucken. Da ist es, glaube ich, auch spannend bei mir, weil sich vier Leute mit vier Meinungen sind und es jeder komplett anders sieht und wie wir nachher irgendwie zu einem finden. Und das Festival, viele, viele sehr nette Menschen getroffen. Und ich mag die bunte Mischung, also auch alle Altersgruppen sind so vertreten. Ich fand die Stimmung hier sehr schön. Die Leute haben gelacht und die haben nicht nur über ihre eigenen Filme gelacht. Das fand das ich auch raus, fand ich sehr, sehr schön.